Profischauspielerin Eda Vivian, die nach ihren beispiellosen Erfolgen im Ausland zum ersten Mal wieder ihre Heimatstadt Wien besucht, hat sich sensationellerweise bereit erklärt, auf dem heute Abend im Kristallpalast stattfindenden Wohltätigkeitsball einen Kuss zu verstecken. Fräulein Elisabeth, ach bitte kommen Sie doch mal her, ja? Sagen Sie mal, war Fräulein Eda Vivian programmgemäß auf dem Fußballplatz, hat man die Ovationen gemacht. Und was für welche? Kaum hat sie den Fußball gespielt, wenn sind alle Leute in ihren Plätzen aufgestanden. Bitte, Fräulein Amanda, kommen Sie mit. Jeder wollte den Ball als Andenken haben. Das ist ja kolossal. Bitte schön, kommen Sie doch mal eben mit. Und wie war es auf dem Eislaufplatz? Sensationell. Ja, bitte schön, kommen Sie mit. Was Sie nicht sagen? Ja, das ist nämlich Popularität. Und wie ist es noch mit dem Verkauf der Karten für den Wohltätigkeitsball? Die Leute reißen sich die Karten aus. Alles wegen einer Kussversteigerung. Das ist meine Idee. Was ist denn da nun schon wieder? Jawohl, Herr Direktor, sofort. Wer ist Herr denn Direktor da? Wiesinger. Herr Direktor Wiesinger, schon wieder ein Interessent für die Kussversteigerung. Dankeschön. Das ist der Direktor Wiesinger von der Dolzifon-Schallplattenfabrik. Ja, also Herr Direktor Wiesinger. Chiviere, Herr Chiviere, meine Verehrung, Herr Direktor Müller. Sie müssen mich entschuldigen. Ich habe wahnsinnig viel zu tun. Ja, ich will Sie gar nicht aufhalten. Nein, das können Sie auch nicht, Herr Direktor. Seit Eda Vivian in Wien ist, habe ich noch die 5 Minuten geschlafen. Den ganzen Tag geht das Autogramme, Interviews, Reklame. Man reißt mich geradezu in... Was sagen Sie, sind Sie noch da, Herr Direktor? Man reißt mich geradezu in Stücke. Wissen Sie, was mich das für Nerven gekostet hat, dass Eda Vivian überhaupt auf diesen Wohltätigkeitsball erscheint? Na, die Frau ist doch so unnahbar. Übrigens, Fräulein, schreiben Sie, nach der Pause singt Eda Vivian, den Schlager ungeküsst soll man nicht schlafen gehen. Ungeküsst soll man nicht schlafen. Ungeküsst sollst du nicht schlafen gehen. Ich komme nur darauf an, von wem man geküsst wird. Ist aber gut. Das wird der Clou des heutigen Abends, neben dem Kuss selbstverständlich, wo doch die ganze Welt weiß, dass Eda Vivian die unnahbarste aller Frauen gewissermaßen ungeküsst durchs Leben zu gehen. Bitte, Fräulein, schreiben Sie, ja? Nach dem Lied steige ich aufs Podium, halte eine kleine Ansprache und leite die Kussversteigerung ein. Eda Vivian wird den Herrn küssen. Verzeihen Sie, dass ich Sie unterbreche. Ich möchte nämlich das alleinige Recht. Was, auf den Kuss Eda Vivians? Ja, Kuss möchte ich auch. Kuss möchte ich auch. Aber Herr Direktor Wiesinger, gestatten Sie eine Bemerkung. Sie sind wohl etwas größenwahnsinnig geworden, ja? Es handelt sich um Folgendes. Ich möchte nämlich das Monopol erwerben, dass Sie ausschließlich auf meinen Platten singt. Das will Polyphon, das will Gramola und das will Elektrokorten. Ausgerechnet Dolzifon soll das Rennen machen? Nein, Herr Direktor, da kann ich Ihnen leider nicht behilflich sein. Da müssen Sie sich schon selbst mühen, aber ich glaube nicht, dass Sie hier rankommen. Auf Wiedersehen, Herr Direktor, ja? Es hat mich sehr gefreut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Herr Müller, ich habe Sie hier gar nicht gerufen, bitte schön, ja? Ich brauche Sie nicht mehr. Fräulein Elisabeth, wenn Sie uns bloß heute Abend nicht im Stich lässt. Sie ist ja so scheu wie ein Reh. Ein Bild ohne Gnade. Ja, ein Bild ohne was? Ohne Gnade. Ja, das ist ja auch das Geheimnis Ihres großen Erfolges, meine Damen, Ihre Tugend. Denn sie ist wirklich keusch. Hat es nicht geklopft? Ja. Schnell. Herein. Hallo? Danke. Wer? Wiesinger, Direktor Wiesinger. Von der Deutsche Fon. Deutsche, wie süß. Und Sie wünschen? Nee, Frau, ich bin entzückt, Sie sprechen zu dürfen. Wenn auch nicht persönlich, so doch wenigstens akustisch. So. Ja. Ich weiß noch immer nicht, was Sie wollen. Ich möchte gerne einen Monopolvertrag mit Ihnen machen. Ja, dass Sie ausschließlich für mich singen. Das heißt, nicht für die Firma. Sehr schmeichelhaft. Ja, ich mache meine Geschäfte nicht selbst. Vielleicht hätten Sie die Güte, einen Beauftragten zu schicken. Ja. Ja? Vielen Dank, vielen Dank. Verehrte Künstlerin, ich gehe natürlich heute auch auf den Ball, aber ich muss mich erst umziehen. Ja, und da möchte ich Sie vielmals bitten, deshalb, ob Sie vielleicht diesen Herrn zu mir schicken könnten in die Wohnung. Parkallee 11. Bitte schön. Kissende. Kissende. Riegelbauer. Ja? Ja, hat sie gesagt. Ja. Ja. Gehen Sie, gehen Sie. Ohne Kuss werde ich nicht schlafen gehen. Wie kann man sich nur das Leben so komplizieren? Komplizieren? Erinnerst du vielleicht an die schwarze Katze, die uns vor dem Auto über den Weg gelaufen ist? Sofort nachher haben wir die Panne gehabt. Die haben wir gehabt, weil ich vergessen hatte, Benzin zu tanken. Ach, du weißt doch auf alles eine Antwort.
Ja? Moment. Mutti, Vati. Lydia, es kommt ein Herr zu uns. Ausgerechnet heute Abend vor dem Ball? Wie? Verstehst du mich denn? Er soll warten. Er darf nicht weggehen, bis ich zurückkomme. Ja. So schrei doch nicht so, ich bin ja nicht taub. Ja, es ist sehr wichtig. Mindelbauer, schreiben Sie den Vertrag. Was wollte denn Vati? Ach, er erwartet einen Herrn wegen einer dringenden geschäftlichen Besprechung. Und wir sollen ihn einstweilen hier empfangen. Ich möchte nur wissen, warum er das nicht im Büro absolviert. Er wird wohl seine Gründe haben. Du musst mir natürlich widersprechen. Wie immer. Macht mich auch nervös. Übrigens, was geht denn das Ganze uns an? Soll ich der Unterleiter drum kümmern? Warum ist er denn nicht ans Telefon gegangen? Wo steckt er? Au! Franz! Ja, sag mal, da bist du ja endlich. Ich schaue schon die ganze Zeit nach dir aus. Ja, ja. Heute früh war ich noch in Graz und jetzt bin ich schon hier. Freue mich ja so, dass du wieder hier bist. Ja. Fest schaust du aus? Ja. Wie lange kannst du denn bleiben? Na, so ein bis zwei Wochen bleibe ich hier, weißt du. Ich will nämlich auf die Nationalbibliothek gehen, weil ich doch knapp vorm Doktor stehe. Ah, das ist ja. Aber fein. Na, komm hinein. Hier ja, können wir doch nicht stehen bleiben. Nein, nein, nicht hier. Weißt du, ich habe meinen eigenen Aufgang. Du Onkel, und schön ist es hier. Von innen ist das Haus fast noch schöner als von außen. Hm? Ja, und ja, die Treppen, das ist gesund. Ja. Das ist meine Gymnastik. Rauf und runter. Immer rauf und runter. Ja. So, Dankeschön. Jetzt mach deine Sachen, also mach das bequem. Ja. Wieso, soll ich denn hier bei dir wohnen? Ja, freilich. Ach, da werde ich dich doch stören. Stören? Ich freue mich ja so. Ich will dich doch auch einmal bei mir haben. Ja. Oder gefällt es der Mende hier nicht? Doch, sehr. Bild von mir, Kinderbild. Doch. Ja, da sind noch mehr. Das ist noch was im Gymnasium. Ja. Und da bist du noch mit deiner Mutter. Studierst du noch immer Philologie? Ja, immer noch, Onkel. Ja. War ein bisschen lang, nicht? Na ja, sind ja viele Sprachen, nicht? Ach, Sprachen, das ist wohl der Hauptgegenstand. Ja. Sag, sprichst du auch Englisch? Nein, nein, ich bin Altphilologe. Ja, ja. Ich lerne Griechisch, Lateinisch, Persisch, Assyrisch, Phönizisch, Aramäisch. Da wird einem direkt ganz schwindelig. Babylonisch übrigens, Babylonisch auch. Babylonisch? Ja, ja. Ja, ja. Mit Sprachen kommt der Mensch durch die ganze Welt. Ja, ja. Und jetzt werde ich das Spiegeleier machen. Du bist doch sicher Hund. So nicht nötig, Onkel. Onkel, psst, keine Widerrede. Du packst jetzt deine Sachen aus und kommst mir in 5 Minuten nach in die Küche. Ja, wo ist denn die Küche? Ja, so die Küche. Also gehst du über die Treppen runter, dann zweimal links durch die Glastür rechts hinüber und dann bist du schon drin. Ja. Was ich noch sagen wollte, ich habe nämlich mit Herrn Wiesinger noch nicht gesprochen. Ich muss ihm erst sagen, dass ich dich hier bei mir einquartiert habe. Und bis dorthin wär's mir schon lieb, wenn du dich vor niemandem sehen lässt. Ja, ich pass schon auf. Naja, du weißt ja, Ordnung muss sein. Guten Tag. Verzeihen Sie, ich suche nämlich... Meinen Vater. Wieso? Na, Herr Unterleitner sagte mir, ich möchte erst links und dann rechts. Und jetzt kenne ich mich eigentlich gar nicht mehr
Aus, Rui. Er wollte Sie wahrscheinlich ins Arbeitszimmer meines Vaters schicken. Nein, eigentlich nicht. Er wollte erst sagen, dass ich hier bin. Franz Angerer. Sehr angenehm. Mein Vater ist noch nicht zu Hause, aber er muss jeden Augenblick kommen. Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen? Bitte schön, nach Ihnen. Mein Vater wird sich sehr freuen, dass Sie gekommen sind. Sehr liebenswürdig. Aber Herr Unterleitner sagte mir, Ihr Vater weiß noch gar nicht, dass ich hier bin. Ich wollte eigentlich was essen. Sehen Sie, das gefällt mir. Ich habe das gern, wenn jemand so offen und frei heraussagt, was er sich denkt. Ich werde gleich etwas bestellen. Bitte, machen Sie auch keine Umstände. Oh, die macht sich nur, Herr Unterleitner. Was? Nein, bitte, bitte, ich habe... Lassen Sie doch bitte, ich habe auch keinen Appetit. Aber Sie haben doch gesagt, dass Sie... Na ja, das war von mir. War ein Spaß. Ach so. Ja, das ist ein kleiner Spaß. Ich möchte jetzt gehen. Aber Sie sollen doch warten. Bitte? Mein Vater muss ja jeden Augenblick kommen. Ja, das ist ja eben... Wie bitte? Was? Was? Nein, das war von mir noch so nicht. Können wir uns mal wieder setzen? Oh, bitte sehr. Bitte. Klavier. Ein Bösendorfer. So, ja, das ist mehr ein Flügel. Spielen Sie Klavier? Bitte? Ach, ich? Nein. Sie? Ja, ein bisschen. Wollen Sie ein bisschen spielen? Gerne, wenn es Ihnen Vergnügen macht. Oh, würde mir sehr passen. Was wollen Sie denn hören? Oh, was Sie wollen. Was Lustiges, laut. Vielleicht singen Sie etwas. Ich dir gern zugeflüstert, oh, oh, oh. Wenn die Keller schließen müssen, würde ich dich gern draußen küssen, so, so, so. Aber leider, leider geht es nicht. Eine strenge Dame, die versteht es nicht. Wenn ich deine Augen fragen, kann ich dir nur eine sagen, oh, oh, oh. Ich hätte so gerne an dich geglaubt, doch meine Mutti hat es leider nicht erlaubt. Ich hätte so gerne für dich geschwärmt, doch meine Mutti hat sich nicht dafür erwärmt. Ich hätte so gerne mit dir gelacht, und wenn es möglich wäre, sogar der ganze Land. Ich hätte die Sterne für dich geraubt, doch meine Mutti hat es leider nicht erlaubt. Es wäre so herrlich, ich sag es ehrlich, wenn ich spazieren könnte mit dir bis morgen früh. Was soll ich machen für solche Sachen? Hat meine Mutti leider keine Sympathie. Ich hätte so gerne an dich geglaubt, doch meine Mutti hat es leider nicht erlaubt. Sie sagt, ich soll nicht und überhaupt. Ja, was machen Sie denn da oben? Hübsch, aber ich komme schon runter. Ja, das war nur oben da. Verzeihung, ich muss jetzt, möchte mich jetzt empfehlen. Ja, ich verstehe gar nicht, wo Vati bleibt. Er müsste schon längst hier sein. Wir gehen nämlich heute auf einen Wohltätigkeitsball. Ich muss mich auch noch umziehen. Ja, ich muss mich auch umziehen. Sie gehen auch auf den Ball? Wie? Ja, freilich, da müssen Sie ja den Frack anziehen. Was muss ich? Der Frackzwang, ja. Das Frackzwang? Mhm. Ich war eigentlich noch nicht so fest entschlossen, aber wenn es Ihnen nicht unangenehm wäre, dann... Aber im Gegenteil, ich würde mich sehr freuen, Sie dort zu treffen. Dann wird es aber höchste Zeit für mich, dann möchte ich mich auch jetzt beeilen. Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, liebes Fräulein. Auf Wiedersehen, heute Abend auf dem... Ball. Ja. Heute Abend auf dem Ball. Auf Wiedersehen. Oh, Sie sind aber zerstreut. Sie vergessen ja Ihre Garderobe. Ach so, ja, ich hab... Meinen Hut habe ich... Tragen Sie denn keinen Mantel? Nein, trage nie einen Mantel. Bin sehr abgehärtet. Guten Tag.
Tag. Wo bleibst du denn? Ja, ich habe im Büchern oben noch ein bisschen okay, nach. Okay, jetzt ist doch Urlaub. Komm, jetzt wird gegessen. Ja, lass es gut schmecken, Herz. Danke. Ist eine kleine Stärkung. Ja, sehr lieb von dir. Heute wollen wir uns einen schönen Abend machen, Franz. Ja? Hast du denn Zeit? Die Herrschaften, die gehen nämlich auf einen Wohltätigkeitsball. Da bin ich frei. Da gehen wir in ein Kino und werden uns gut unterhalten. Ja. Weißt du, Onkel, ich hätte nämlich eigentlich heute eigentlich auch was vor. Wenn ich Frack hätte. Ja, wozu brauchst du denn einen Frack? Das ist eine Wiedersehensfeier. So ehemalige Abiturienten und ja, wollen wir uns treffen. Ach, und die gehen alle in Frack? Ja, das sind ja Philologen und Philosophen, nicht? Und müssen ja den... Ach ja, ja, natürlich sind ja Kapazitäten. Ja. Und wäre ihm ganz gern hingegangen, nicht? Aber habe ja keinen Frack. Aber ich habe einen. Zieh dir deinen Rock aus. Wie heißt du? Hm? Das ist nämlich der Frack auf meinem ersten Dienerposten. Aha. Aha. Erster. Das sieht ja wunderbar. Das sieht ja aus wie ein Lord. Ja, halt, das geht. Das ist das Silber. Geht. Silber. Ja, das geht nicht. Das ach so, ja. Trägt man ja heute ja nicht. Na, das werden wir gleich haben. Silber. Das sieh mal her. Hm? Das können wir doch einfach damit überziehen. Oh, das geht. Denn sonst ist er ja... Na, was ist keine Frage. Was? Einfach ist wunderbar. Ja. Ich werde die Knöpfe schwarz überziehen, nicht wahr? Machen wir das, machen wir. Sofort. Sofort. Hm? Ja, sofort. Fritz! Aber wo bleibst du? Schrecklich. Liebes Kind, du musst entschuldigen. Schrecklich. Du musst entschuldigen, dass ich so spät komme. Ja, die Sitzung hat so lange gedauert. Weißt du, dass du bombastisch aussiehst? Ja. Wunderbar. Ja, Patschau. Mein Rouge! Mensch, das kannst du ja frisch wieder nachmalen. Du, Lydia, ist der Herr schon gekommen? Ja. Wo ist er denn? Schon weg. Ist er schon weg? Warum? Ich habe doch ausdrücklich telefoniert, man soll so lange zurückhalten, bis ich komme. Warum werden meine Wünsche nicht respektiert? Warum? Du Fabian, ein reizender Mensch. Naja, gut, reizender Mensch, aber warum haben wir ihn nicht zurückgehalten? Ja, das konnte unmöglich länger auf dich warten, aber wir werden ihn auf den Ball sehen. Das wird gut, so macht er fertig. Aber wir sind doch schon angezogen, du bist aber noch nicht umgekehrt. Aber ja, bis sich die Mutti das Gesicht hergerichtet hat, da bin ich sehr hübsch. Weißt du, dass du entzücken darfst, ist sehr schön. Aber die Mutti ist schön. Hast du die schon gesehen? Ja. Ich habe sie ein bisschen rasiert. Ich habe sie geküsst und ist sie nicht schminkt. Jetzt muss sie sich neu broschieren. Ja. Also, ich ziehe mich jetzt um. Also, komm ich her, ja? Bleib ruhig stehen. Findest du nicht, dass ich als Sofa sehr geschickt bin? Das musst du auch. Deinetwegen habe ich mein Personal zu Hause gelassen. Ja, und zur Belohnung küsst dich heute Abend. Ja, aber nur für einen wohltätigen Zweck, ich weiß. Wohin gehst du heute Abend? Das weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall mache ich einen großen Bogen um den Kristallpalast. Geh doch in die Oper. Keine schlechte Idee. Was gibt's denn dort? Othello. Das fehlt mir noch. Das auch noch. Suella. Ja? Was ich dir noch sagen wollte, gibst du mir keinen Abschiedskuss? Heute wird nur geküsst gegen Bezahlung. Na, dann warte ich bis morgen. Ich bitte tausendmal um Verzeihung, dass ich hier so ohne weiteres und unangemeldet hereintrete, aber man konnte mich gar nicht antworten. Ja, ist ja auch das Telefon abgehängt. Gestatten Sie, meine Gnädigste, dass ich Ihnen die Hand küsse. Ich wäre wirklich beinahe ins ganz falsche Zimmer gegangen. Wohl ein kleiner Trost für den ganzen Tamtam, den Sie da inszenieren. Ja, an mir liegt es nicht. Wir müssen auf den Ball. Das Geschäft will's. Geht schon wieder los? Na, und wie es losgeht. Ach, ist ja alles ausverkauft. Ganz Wien will Sie küssen. Ich bin bereit. Ich möchte vorher noch eine Frage mit Ihnen besprechen, meine Gnädigste. Das ist mein Schlafzimmer. Ja, das macht ja nichts. Ich möchte... Herr Miller.
Pardon. Ich möchte gerne an Sie eine Frage stellen. Bitte? Ja, es handelt sich dabei aber um etwas sehr Indiskretes. Ich meine, um etwas, was Ihr Privatleben betrifft. Privatleben? Ja, ganz recht, ganz recht. Mein Privatleben liegt vor Ihnen wie ein offenes Buch. Reizend, dieser Vergleich, meine Gnädigste. Aber trotzdem sollen sich in diesem Buch noch einige Seiten befinden, mit deren Umblätterung man mich jetzt beauftragt hat. Also was soll das? Darf ich offen, ungeschminkt, die nackte Wahrheit sagen? Ja. Dankeschön. Heute bekam ich ein nacktes Kabel, das besagt, dass Sie sich hier in Wien heimlich mit einem gewissen Prinz Alba treffen. Wie war der Name? Prinz Alba. Kenne ich nicht. Ja, aber der soll hier in Wien sein. Also mir ist er jedenfalls noch nicht begegnet. Na, also ich hab's gleich gewusst und meine Sekretärin hat's auch gesagt. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, dass das wahrscheinlich alles nur ein Gerücht sei. Oh, na Herr, ich finde diese Verdächtigung geradezu beleidigend. Ich habe gute Lust, den Vertrag hinzuwerfen. Um Gottes Willen, meine Gnädigste, bitte tun Sie doch das nicht. Ich meine, ich verstehe ja Ihre Empörung vollkommen als Privatmann natürlich, nicht wahr? Hingegen als Generalvertreter meiner Firma muss ich doch über Ihren guten Ruf wachen. Und Sie wissen ganz genau, dass dieser eigenartige Zug Ihres Charakters, Ihre Unnahbarkeit und Ihre Tugend für das Publikum von ganz besonderem Reiz ist. Und wenn da nun plötzlich aus der Versenkung ein Prinz auftaucht, dann ist der ganze Nimbus weg. Übrigens wird es höchste Zeit, wir müssen auf den Ball. Sein. Bitte, was ist? Wie kommen Sie denn hier rein? Hat man nach Ihnen geläutet? Kommen Sie immer nur hier rein, wenn man läutet, nicht wahr? Ich wollte und sorgen Sie dafür, dass nächstens das Telefon funktioniert. Man kann sich ja gar nicht anmelden lassen. Bitte besorgen Sie uns ein Taxi, aber schnell, rasch, los, raus. Bitte sehr. Bitte sehr. Oh, meine Gnädigste. Mit wem haben Sie da eben gesprochen? Mit dem Zimmerkellner, der von daneben an reinkam. Zimmerkellner? Ja, bitte schön. Warum waren Sie denn so streng mit ihm? Na, weil der hier reinkam, ohne anzuklopfen. Ich meine, das gehört sich doch nicht, weil ich finde das Benehmen geradezu undiskutabel. Ich kann mich nicht beklagen. Für meinen Begriff ist er als Kellner unmöglich. Mag sein. Bitte schön. Ja, wo bleibt denn der Unterleitner mit meinem Frack-Unterleitner? Warum hast du es denn auf einmal so eilig? Na ja, wir müssen doch zurechtkommen, nicht wahr? Wir wollen doch auf den Ball nicht zu spät kommen. Mir scheint, du möchtest nur die Kussversteigerung dieser Etta Vivian nicht versäumen. Natürlich nicht. Und wer wollte denn dieser herrlichen Frau nicht wohltätig? Was soll denn das heißen? Dieser jugendliche Enthusiasmus. Hm? Du bist doch sonst nicht so stürmisch. Na, glaube ich nicht. Und ich bin ja kein Geist, nicht wahr? Ich darf doch eine Idee herrlich finden. Ich finde diese Idee herrlich. Ich nicht. Na, du hast doch nicht etwa die Absicht, mitzusteigen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Und was glaubst du, ich bin wahnsinnig? Und was glaubst du, wie hoch die hinauflizidieren werden? Da kann ich ja gar nicht. Und wenn? Auch nicht. Auch nicht. Ich habe noch nie etwas für einen Kuss bezahlt. Mir nicht? Naja, das ist aber eine frivole Bemerkung. Fritz, aber... Natürlich. Du bist ein Dummi. Gebart. Du bist ein Ungefühl. Jetzt soll man nicht schlafen gehen. Und wo sind denn die Eintrittskarten, Lydia? Soll ich mich darum auch noch kümmern? Warum bist du so schroff? Ich bin nicht schroff. Du bist schroff. Du bist schroff. Ich habe sie doch hierher gelegt. Aber du träumst wohl. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Das ist ja eben diese Schlamperei. Du, ich muss dich dringend um einen anderen Ton mir gegenüber suchen, ja? Was für einen anderen Ton, glaubst du? Ich werde mir für jeden Satz eine neue Melodie zurecht machen. Zieh dich aus. Was? Zieh dich aus. Was? Zieh dich aus. Wir gehen nicht. Aber fällt mir ja gar nicht ein. Glaubst du, ich werde wieder drei neue Herrenkarten kaufen? Gut, so gehe ich immer allein. Was ist denn da los? Dein Vater hat unsere Eintrittskarten verloren. Die Mutti hat sie verlegt. Aber wo hast du denn deine Gedanken? Ich habe keine Gedanken. Hier sind sie doch. Na also, wieso? Sind ja nicht zwei. Na ja, Muttis und meine. Und meine? Deine hast du Herrn Unterleitner gegeben, damit er sie gleich in deine Fracktasche steckt. Na? Ja, ne. Und du bist immer gleich so schroff. Entschuldige. Es geht doch alles in Ruhe. Unterleitner! Wo bleibt der mit diesem Frack? Hoffentlich unterhältst du dich recht gut. Ja. Wenn du heimkommst, du schläfst in meinem Bett. Ich schlaf hier auf dem Kanapee. Nein, das ist ja doch. Wer ist denn das? Das ist Herr Wiesinger. Ich muss ihm den Frack runterbringen. Aha. Also Franz, ja. Großstadt ist ein gefährliches Pflaster. Du. Jawohl. Sei unbesorgt, Onkel. Jetzt bin ich nur auf eines neugierig. Auf was? Wann du endlich fertig wirst. Bitte? 10 Jahre best! Wir bleiben zu Hause! Mich bringen keine 10 Pferde mehr auf diesen Ball! Du blöd, ein blöder Aberglaube! Das ist ein blöder Stachentrill! Wo ist mein Frack? Hier, Herr Wiesinger! Sagen Sie, wo bleiben Sie denn so lange mit diesem Frack? Ja, die Zeit rennt da so. Kaum dreht man sich um, ist eine Stunde weg. Was? Ist eine Stunde weg. Was, das ist ein Stundenweg? Nein, ich meine... Wenn Sie nur nicht immer mit diesen Ausdrücken und... Mutti,
Mutti, das kannst du mir doch nicht annehmen. Nein, nach diesem zerbrochenen Spiegel bringen mich auch keine 100 Pferde mehr auf diese Bahn. Blöden Aberglauben, also was ist bitte? Gehen wir auf den Ball oder nicht? Wir gehen nicht. Bitte, gehen wir nicht. Also, da muss ich eben allein gehen. Dann geht und ich? Du bleibst bei mir, Dorit. Also, wenn doch die Zeit vergeht, jetzt ist der schöne Spiegel auch hin. Haben Herr Wiesinger das mal eher gehört? Ja, warum? 7 Jahre Pech. So, wollen Sie mich frotzeln? Dann sind Sie auch abergläubisch, wie? In Betreff Spiegel, ja. In Betreffs, wie sprechen Sie? Was, in ein Stundenweg, in Betreffs, woher haben Sie das? Mein Neffe ist Philologe. Ja, also, gehen Sie, wie holen Sie meinen Hut und meinen Mantel, aber rasch. In Betreffs. Und Sie gehen allein, kann ich allein gehen. Ja, auch nicht unangenehm. Ja, schön. Sind Sie lieber Ferdinand, und so ist das Leben. Und jetzt muss ich allein auf den Ball gehen. Das war sehr bedauerlich. Ja, nicht einmal. Bei dieser Gelegenheit möchte ich gerne ein Anliegen vorbringen. Ja. Ich habe einen Neffen. Bravo, der spricht Lateinisch, Griechisch, Assyrisch, Babylonisch, Archimedisch. Nein, 7 Sprachen. Ist wenig, aber es genügt. Es genügt also. Machen Sie das in Ordnung, das ist die Scherben. Ja, ja. Ich muss auf den Ball. Um keinen Preis. Ein böses Zeichen jagt das andere. Ich lasse mein Kind nicht ins Unglück hinein, Domino. Die Eintrittskarte, bitte. Bitte Ihre Eintrittskarte. Das ist ein anderer Frank. Das ist doch komisch. Ohne Karte kann ich Sie nicht in den Saal lassen. Ja, ich weiß es ja nicht. Das muss ich Ihnen meine kaufen, nicht? Das ist doch ein Ansehen, dass das ein anderer Frank ist. Ich kenne doch Ihren Frank. Sie sind sehr vorläufig. Bitte Kasse 3. Für unseren berühmten Gast, unsere allseits beliebte Edda Vivien. Bravo! Meine sehr verehrten Herrschaften, dieser Applaus war etwas verfrüht, denn die Kussversteigerung kommt ja erst später. Aber Edda Vivien hat versprochen, Ihnen vorher ein Lied zu singen. Bravo! Dieses Lied stammt aus dem Edda Vivien Spitzentonfilm, der wiederum unseren Star Ihnen singend, lachend und liebend zeigt. Angetan mit den raffiniertesten Modeschöpfungen der Neuzeit, die Ihren seelenvollen Körper vorteilhaftest zur Geltung bringen. Von der Unterwäsche spricht er nicht? Mehr will ich jetzt nicht verraten. Kristallvase. Nein, das war eine Schale. Was ist eine Schale? Eine Apfelsinenschale. Und das Meißner Porzellan. Nein, das wieder zusammensetzen. Das wird nicht zusammengesetzt, aber Mutti, Scherben bedeuten doch Glück. Okay, Dorte, die kostbare Vase und das teure Keine Widerrede mehr, Mutti, jetzt gehen wir auf den Ball. Ja.
Ja, aber da muss ich mich von Kopf bis Fuß neu umkleiden. Ich werde dir helfen. Aber du hast recht. Scherben bedeuten Glück. Unterleitner, ein Taxi. Ungeküsst sollst du nicht schlafen gehen. Man schläft so wunderschön nach einem Kuss, von dem man träumen muss. Doch ungeküsst kannst du nicht ruhig sein. Du schlummerst gar nicht ein und fühlst dich so allein. Du machst die Augen zu und findest doch keine Ruhe, weil dir die Liebe fehlt, die Abendgeschichte. Direktor, einen Moment. Da haben Sie schon mit dir gesprochen. Ich kann mich jetzt entschicken. Entschicken heißt diese Figur, diese entschicken. Solche Blumen schicken. Ich hab doch welche da. Dein Mund ist viel zu schön, um so allein zu Angebot. Meine Herrschaft, man kann hier gar nicht in die Tasche greifen. Das ist... Das erste Angebot, bitte. Wo bleibt das erste Angebot? 10 Schillinge. 10 Schilling zum ersten? Ja, es ist immerhin ein Anfang, nicht? Zum zweiten? 20. Gehen Sie, Sie sind schon überboten, gehen Sie. 20 Schilling zum ersten? 30. 30 Schilling zum ersten? 50. 100! 200! 350! 300! Was? 4! 5! 6! 700! 1000! Was das wieder kostet! Ach, sei doch nicht so kleinlich, Mutti. Ach, kleinlich. Ich möchte nur wissen, woher du diese großzügige Ader hast. Du weißt doch, dass dein Vater jeden Groschen dreimal umdreht, bevor er ihn ausgibt. 7000! 8000! 10! 10.000! 10! 10.000 zum ersten! Meine Frau, komm, sollen Sie helfen, hier ist das Geld. Bitte. 10.000 zum zweiten. 11.000. 11.000 zum ersten, zum zweiten und zum dritten Mal. Mutti, das ist doch der Herr, der heute bei uns war. 11.000 Schilling für den Kuss geboten. Lydia, das ist aber eine Überraschung. Komm. Sofort den Sieger heraufholen. Einen Moment, gestatten Sie, meine Damen, darf ich mal eben durch. Würden Sie vielleicht die Freundlichkeit haben? Lassen Sie mich mal eben durch. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Meine herzlichste Gratulation, mein Herr. Sie haben ein Herz für die Wohltätigkeit. Darf ich Sie bitten, sofort aufs Podium zu kommen? Ja, einen Moment sofort. Ich komme ganz unversehens in diese Situation. Bitte Sie doch nicht diesen Kuss zu empfangen, nicht wahr? Einen Moment, bitte. Ich weiß doch gar nicht, wie ich dazu komme. Warum soll ich? Nein, hier haben Sie das Geld. Ich komme andermal vielleicht. Aber gestatten Sie, gütigst, würden Sie vielleicht die Freundlichkeit haben und... Ach, da sind Sie ja endlich. Ich habe schon so lange auf Sie gewartet. Sie haben sich aber anscheinend ganz gut unterhalten. Ein wenig kostspielig. Ach, Sie meinen das, was da eben gerade war? Ne? Das Geld gehört mir gar nicht. Das hat mir jemand anderer einfach... Aber ich bitte Sie, das geht mich doch gar nichts an. Sind Sie mir deswegen böse? Dazu habe ich kein Recht. Pardon, wenn ich störe. Da ist er schon wieder. Das ist der... Verzeihen Sie, Sie können doch Edda Wiebig nicht warten lassen. Aber entschuldigen Sie, ich habe Ihnen eben gesagt, ich bin unversehens. Sie müssen doch Edda Wiebig küssen. Ich denke nicht daran, Sie Dame zu küssen. Sie haben doch 11.000 Schillinge dafür bezahlt. Sind Sie mir... Ich bin voll Wiesiger. Bleibt der Herr, der mich küssen soll. Hat er vielleicht Angst vor mir? Kann ihn doch nicht. Mein
Minister, ein Skandal, ein Eklat. Meine Stellung ist erschüttert. Ich möchte unter den Erdboden versinken. Nein, bitte bleiben Sie noch einen Moment da. Wir können einfach weiter steigern, nicht wahr? Herr Kommerzialrat, gestatten Sie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Herr, der eben den Kuss gesteigert hat, der ist wahrscheinlich zu schüchtern, um sich hier den Kuss auch abzuholen. Mit anderen Worten, der Kuss ist also immer noch zu haben. Das letzte Angebot lautete nun auf 11.000 Schillinge. Ist niemand da, der mehr bietet als 11.000 Schillinge für einen Kuss Edda Viviens, oft kopiert und nie erreicht. Ist also niemand da, der mehr bietet als 11.000 Schillinge. 11.050 Schillinge. Zum ersten, zweiten, dritten gewonnen. Tusch bitte. Du hast mir doch versprochen, nicht hierher zu kommen. Ich wollte doch nicht, dass du ungeküsst schlafen gehst. Lass doch. Famous Picture hat Mila ein Kabel geschickt, dass wir uns hier heimlich treffen sollen. So. Da werde ich gleich verschwinden. Ja. Was hast du denn? Das, ich bin ein bisschen nervös. Jetzt bist du doch... Wieso hast du dir die Sache überlegt? Ich denke, der Unterleitner hat die Meißner-Teller zerbrochen. Was? Mindestens 20 Stück. Ein Idiot. Und die Kristallvase auch. Was? Und dann lachst du? Das ist doch die Vase, die ich dir zum Hochzeit habe. Ja, die, aber Fritz Scherben bedeuten doch Glück. Also, den werde ich meine Meinung sagen. Dann kannst du... Wo ist denn Dorit? Die Tante. Du weißt du übrigens, mit wem sie tanzt? Mit dem Herrn, der die 11.000 Schillinge geboten hat. Mit dem? Ja. Mit dem? Dem ist es mir gar nicht an, dieser Idiot. Das ist ein... Dabei hat er sie nicht einmal geküsst. Hast du meine die Kühnheit gehabt, mitzusteigen? So, wieso kommst du auf diese absurde Idee? Na, deswegen also. Ich habe andere Möglichkeiten. Was? Wohltätig zu sein. Nicht wahr? Und dabei hätte ich gar nicht Mitglied zu dir. Ich kann dir nicht den Arm nehmen. Du sag mal, was hast du denn da für einen Frack? Na eben, das ist ja der Dödler der Kopfbrüche. Das ist doch gar nicht dein Frack. Ja, der spannt mich ja auch richtig. Ich kann mich ja nicht bewegen. Und der schneidet mich ja richtig. Und ich, wenn ich so mache, es gibt... Komm, setz mich ins Nieder. Ich habe dort eine Logische. Erwarte dich beim Ausgang. Ja. Gnädige Frau, entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Bitte. Sie haben schon verlassen. Ja. Das ist aber sehr schade. Ich hätte so furchtbar gerne eine Flasche Sekt mit Ihnen getrunken. Sagen Sie, könnte ich vielleicht von Ihnen ein Foto haben? Ja, ich brauche das nämlich für die Presse. Ja, es wäre auch für Sie kolossal interessant wegen der Reklame. Pardon, mit wem habe ich eigentlich das Vergnügen? Oh, ich glaube, es würde Ihr Vergnügen stören, wenn ich es Ihnen verrate. Pardon, haben wir uns nicht schon irgendwo mal gesehen? Nein, Ihr ausdrucksvolles Gesicht hätte ich bestimmt nicht vergessen. sehr charmant. Einigermaßen konsterniert, weil ich nicht genau weiß, ob das eine Beleidigung war oder ein Pourparler. Na schön, der Herr mit dem Kuss möchte nämlich nicht genannt werden. Ob der vielleicht verheiratet ist? Sie sind ein Menschenkenner. Ja, ist mir sonst ungeheuer sympathisch, denn das mit den 11.000 Schillingen mit dem anderen Herrn war doch eine Katastrophe. Man tuschelt und munkelt in allen Logen darüber. Man sagt sogar, dass er ihnen übersteht. Können Sie mir eigentlich sagen, warum er sie nicht geküsst hat? Fragen Sie doch selbst. Ja, das werde ich auch machen. Ich werde ihn nach dem Grund fragen. Ich muss ihm sowieso noch diese 11.000 Schillinge zurückgeben. Dorit tanzt immer noch mit diesem Herrn. Und mit dem? Mir gar nicht angenehm. Das ist ein unangenehmer... Das ist doch kein Umgang für meine Tochter. Okay. Aber so widerlich. Ich verstehe dich gar nicht. Das sieht doch sehr nett aus. Sieh dir noch einmal den hocheleganten Frack an. Der ist elegant. Ich finde ihn nicht elegant, weil das nicht seriös ist. So ein Frack trägt ein Gigolo. Aber ich bitte dich, ein Gigolo zahlt doch nicht 11.000 Schilling für einen Kuss. Ja eben, das ist ja ein Skandal. Wer weiß, wo er das Geld her hat, wirft mit den Tausenden so herum. Das ist ein Hochstapler.
Sag ich dir, das ist ein Hubstaffel. Fritz, du bist wirklich ganz verdreht. Aber das ist doch der Herr, den du heute zu uns geschickt hast. Was, der? Ja, natürlich. Und das sagst du mir jetzt? Komm, Herr Direktor. Meine Verehrung. Ja. Gestatten, dass ich bekannt mache. Habe die Direktor Miller. Sag, Herr meine Nächste. Der Herr Gemahl hat leider Pech gehabt. Nicht, wieso? Ja? Ich meine, 10.000 Schillinge sind ja allerhand für einen Kuss, nicht wahr? Ja? Man kann von keinem Menschen verlangen, dass er mir für einen Kuss bezahlt. Fritz! Und wir wollen, du wirst doch nicht glauben, dass ich wollte dich animieren, verstehst du? Mein Kind, ich wollte gar nicht, ich wollte den Preis hinauftreiben. Das wusste ich doch, dass man mich überbietet. Pardon, mein Gnäß, ich wusste ja doch, dass Sie davon nicht wussten. Ich wollte nur eine Überraschung. Die Details interessieren ja doch. Details interessieren meine Herr Direktor, ich möchte gerne mit Ihnen etwas besprechen über den Monopolvertrag. Ja, ja. Ich habe mit Edda Vivien darüber gesprochen und habe den Eindruck gehabt, dass ich einen sehr günstigen Moment erwischt habe. Ja, ja. Also wenn Sie jetzt mit ihr sprechen würden, ja, ja, dann würden Sie vielleicht einen sehr günstigen Moment auch abpassen und würden vielleicht jetzt Glück zu haben. Ja, entschuldigt mich. Herr Direktor, bitte. Was bitte ist denn das hier? Was denn? Das habe ich da. Und was ist das für, was ist das überhaupt für ein mysteriöser Frack? Das ist ja, wieso kommen diese Flöre? Das sind ja, das ist ja ein Dingerfrack. Diese unter, diese unten. Das ist jetzt schon wie, du gehst. Herr Direktor, nehmen Sie Platz. Ja, meine ich, ich bin nur in wahnsinniger Eile. Ich komme nämlich schon vor wie ein richtiger Spürhund. Wissen Sie, was man mir zumutet? Nun? Soll ja eigentlich noch ein strenges Geheimnis bleiben, aber vielleicht interessiert es Sie, ja? Geheimnisse interessieren mich immer. Es handelt sich natürlich um Edda Vivien. Um Edda Vivien, ja. Verzeihung, bitte! Verzeihung, verehrte Künstlerin. Bitte, gestatten, dass ich mich vorstelle. Direktor Wiesinger von der Deutschen Front. Herr Direktor. Sehr verehrte Künstlerin. Direktor Miller war so liebenswürdig, mich zu informieren. Ich hatte bereits das Vergnügen, telefonisch mit Ihnen zu sprechen. Es handelt sich um den Vertrag, um den Schallplattenvertrag. Ja, ja, Sie entschuldigen bitte ab. Ich bin leider verabredet. Ich wollte nur... Ich wollte Mein Vater hat sehr bedauert, dass Sie nicht auf ihn warten konnten. Ich will Sie ihm nachher gleich vorstellen. Ja, aber können wir nicht jetzt noch ein bisschen weiter tanzen? Ich tanze nämlich sehr gern mit Ihnen. Sie tanzen ausgezeichnet. Ich fand das sehr nett von Ihnen, dass Sie Edda Vivien nicht geküsst haben. Können wir jetzt noch ein bisschen weiter? Ja, und bedenken Sie, dieser Prinz Carlo Alba soll Ihr heimlicher Geliebter sein. Und wir, beziehungsweise meine Firma, wir befürchten das Schlimmste, nämlich, dass die beiden sich heiraten. Das wäre allerdings eine Sensation. Am Ende ist der Prinz ja auf dem Ball. Das glaube ich. Ja, inkognito natürlich. Ah, wie sieht er denn aus? Das weiß ich eben nicht. Das ist das furchtbar. Herr Direktor, ich weiß, wer es ist. Wieso? Der Herr, der die 11.000 Schillinge geboten hat und sie nachher nicht küssen wollte. Hm. Er ist der Prinz. Ja. Nein, das glaube ich nicht. Ich meine, das könnte er doch jeden Tag umsonst haben. Herr Direktor, ich kenne die Männer besser als Sie. Er wollte nur verhindern, dass ein anderer sie küsst. Aha, ist gar nicht so dumm. Ich meine, das ist vielleicht wirklich das Rätsels Lösung. Aber warum hat er dann seinen Kuss nicht einkassiert? Na, weil er sein Geheimnis nicht preisgeben wollte. Er darf sich doch nicht öffentlich mit ihr zeigen. Na, das wird sein. Das wird sein, dass ich da nicht gleich selbst drauf gekommen bin. Also, mein Nächster, ich danke Ihnen tausendmal. Ja. Ich werde mich sofort an die Rockschöße seiner Hoheit hängen und Edda Vivien soll ihn so bald nicht wiedersehen. Ich habe die Ehre. Auf Wiedersehen, Herr Direktor. Oh, die ist weg. Wer? Die Vivien. Wohin? Das weiß ich nicht. Hat sie vielleicht irgendeine Verabredung? Aha, wahrscheinlich mit dem Prinzen. Hoffentlich erwische ich ihn noch, bevor er ausdrückt. Mit dem Prinzen? Mit das werden Sie sofort Ihre Frau Gemahlin erzählen. Auf Wiedersehen. Ich habe auf Wiedersehen. Mit was für einem Prinzen? Denkt ihr nur, Fritz, der Herr, der heute Abend bei uns war, ist Prinz Carlo Alba, der heimliche Geliebte der Edda Vivien. Wer? Der ist ein Prinz? Ich bin hinter Otto. Wie? Der Vivien. Mit dem habe ich diese Eltern. Was? Das ist... Zu brüten. Das geht ja auch weg. Das ich hab ja nach der Grenze nicht mehr für diese Unterleitung, ist ein Idiot. Meinen Vater besprechen. Darüber darf ich nicht reden. Sind Sie eigentlich immer in Wien? Nein, nur vorübergehend. Aber ich möchte ganz gern schon immer hier sein.
Doch, wo wohnen Sie? Ich wohne privat, ganz in Ihrer Nähe. Vielleicht auch in der Parkallee? Ja, oben. Ganz oben, ja. Aber darüber darf ich auch nicht reden. Sie sind ruhig. Wollen Sie nicht morgen zu uns zu Tisch kommen? Na, ich glaube, das würde meinem Onkel, das würde Ihren Eltern wahrscheinlich nicht sehr angenehm sein. Sie werden mir doch keinen Korb geben wollen. Nein, natürlich. Verdammt. Das macht nichts. Ich möchte mal etwas Nettes zu Ihnen sagen. Ja? Ja? Darf ich? Wo ist mein Fächer? Verzeihung, bitteschön. Bitte entschuldigen Sie. Und jetzt, Fräulein Dorit, kann ich Ihnen auch die volle Wahrheit sagen. Verzeihen Sie, wenn ich störe. Es kommt ja schon wieder. Ich möchte gerne unter vier Augen mit Nein. Ihnen sprechen. Bitte lassen Sie sich nicht stören. So. Ich erwarte Sie dann an unserem Tisch. Vielen Dankeschön. Dank. Was wünschen Sie denn? Ich möchte mir nur die Bemerkung erlauben, dass dieses Husarenstückchen mit dem Kuss eines echten Grand-Seigneurs würdig war. Das lag gar nicht in meiner Absicht, da irgendetwas... Da Sie nun aber nicht geküsst haben, kann es sich das Festkomitee nicht nehmen lassen, Ihnen die 11.000 Schillinge wiederum zur Verfügung zu stellen. Das ist ja gar nicht mein Geld. Ich habe das ja von jemandem bekommen. Eine private Abwahrung. Was soll ich damit? Naja, vielleicht stellen Sie es der bewussten Adresse wieder zurück. Sie. Das mache ich. Nicht wahr? Hoheit. Hallo. Das zahlt die Rechnung. Ah ja, die Rechnung seiner Hoheit übernehme natürlich ich. Ach, das ist eine Hoheit? Natürlich, mein intimster Freund, Prinz Carlo Alba. Das stimmt schon so. Kriegt ja sowieso auch Spesenkonto. Mutti, Fatti, ich habe einen reizenden Mann kennengelernt. Der heute bei uns war und mit dem ich die ganze Zeit getanzt habe. Dorizu, du hast keine Ahnung, wer dieser Herr ist. Doch, der entzückendste Mensch der Welt. Es ist Prinz Carlo Alba, der heilige Geliebte der Eltern Vivian. Ja, Vivian. Vivian. Bitte, ich lasse mich in Ruhe. Ja, aber er hat mir doch selbst gesagt, er heißt Franz Angerer. Ja, das ist sein Pseudo. Alle Welt weiß, dass er... Sag mal, wer spricht eigentlich, du oder ich? Nur du. Alle Welt weiß, dass er der Prinz ist. Schlag dir diesen Mann aus dem Kopf, mein Kind. Dann hat er mich belogen? Belogen, das siehst du's also. Ja. Mein Kind, du musst diesen Mann vergessen. Vergessen ist ja nicht verliebt in ihn, nicht Fritz, wahr? Aber du musst sofort mit dem Prinzen sprechen, ja, hörst natürlich. Du? Natürlich, ich muss ja sowieso sprechen, wenn ich wegen des Plattenvertrages... Mutti, dieser Fall war die größte Enttäuschung meines Lebens. Siehst du, mein armes Kind, aber ich habe dir gleich prophezeit, dass dieser Tag kein gutes Ende nehmen wird. Verzeihung, bitte. Ja? Gestatten, dass ich mich vorstelle, Direktor Riesinger von der Deutsche Phone. Riesinger? Angerer heißt sehr angenehm. Angerer. Sie sind der Vater von Fräulein Dorit, ja, wohl? Ja. Ich muss mich entschuldigen, dass ich so lange warten. Nein, ich muss Ihnen das Geld zurückgeben, was Sie mir für den Kuss da vorhin gegeben haben. Ja. Das Komitee hat nämlich nicht angenommen. Das ist nicht unangenehm. Ja, ich weiß nicht. Ja? Nicht, wo ich es habe. Das hat so viel Taschen. Ich gebe, wenn Sie die Liebenswürdigkeit hätten, das wäre der Vertrag. Ich, also, den Sie mir die Unterschrift verschaffen. Gestatten, dass ich bekannt mache, Angerer. Sehr angenehm. Meine Frau. Kommen wir gehen. Meine Tochter kennen Sie. Was ist das? Was haben Sie denn ein bisschen? So liebenswürdig, schicken Sie mir das Geld bitte in mein Büro, ja? Mir schon ausgerückt. Wollen wir am Abend noch ein bisschen zusammen sein? Nein, ich muss nach Hause. Dürfte ich vielleicht eine Flasche Sekt bestellen? Nein, man wartet zu Hause auf mich, aber ich traue mich gar nicht heim. Aber ein Mann wie Sie hat doch nichts zu fürchten. Glauben Sie? Ja, selbstverständlich. Sie müssen eben auf andere Gedanken kommen, nicht wahr? Na, vielleicht bestellen wir, gestatten Sie. Herr Ober, ach, bitte schön, eine Flasche Sekt, ja? Aber eiskalt, nicht wahr? Ist vielleicht ganz richtig, sich mal ordentlichen Rausch anzusaugen. Ja, selbstverständlich, sind Sie so, gefallen Sie mir. Die wahre Herrennatur lässt sich eben nicht verleugnen. Ne? Aber. Danke. Ich habe kein Geld. Naja, ich meine, Sie haben doch eben gerade da 11.000 Schilling für einen Kuss bezahlt. Das Geld gehört doch nicht mir, aber ich habe wahrscheinlich, ich weiß, Gentleman bleibt Gentleman, nicht wahr? Ja. War ja auch nur ein Vorparlé, nicht wahr? Gestatten Sie, dass Sie mein Gast sind? Ja. Aber nur, wenn wir heute Abend den ganzen Abend zusammenbleiben können. Verständlich. Ja? Prost. Prost. Servus, Fränzchen. Servus, Zoe. Bussi, ja? Ja. Sagen du voneinander, ne? Vor einer Stunde haben wir uns noch nie gekannt. Warum bist du denn so traurig, Fränzchen? Hier tut's weh. Ja? Musst du die Frau aus dem Kopf schlagen, Fränzchen? Kann ich ja nicht. Aber ja, das wäre ja die Frau für mich gewesen. Aber Fränzchen, schau, du kannst doch Frauen haben, so viele du überhaupt nur willst. Baronessen, Komtessen, Prinzessin. Weißt du?
Selbstverständlich. Hast du nicht gesehen, wie im Ballsaal alle Frauen sich nach dir umgedreht haben? Ja. Nein. Natürlich nach einem Mann, der 11.000 Schillinge für einen Kuss bezahlt und dann nicht küsst. Das Geld war ja vom Alten. Vom alten Herrn, ich dachte von ihr. Toni, hm? Von ihr nehme ich kein Geld. Nichts für ungut, Fränzchen. Ja. Schau, wenn der alte Herr jetzt erfährt, dass es aus ist. Ist er sehr froh? Er nicht. Ja, natürlich. Besonders. Meine Mutti. Mutti. Es wird so herrlich. Ich sag es herrlich. Wenn ich spazieren könnte, geht es morgen früh. Was soll ich machen? Für solche Sachen hat meine Mutti leider keine Sympathie. Es wird so gerne an dich geglaubt. Doch meine Mutti hat es leider nicht erlaubt. Sie sagt, ich soll nicht und überhaupt. Meine Mutti mir das alles nicht erlaubt. Ich hätte so gerne an dich geglaubt. Doch meine Mutti hat es leider nicht erlaubt. Jetzt so gerne für dich geschwärmt. Doch meine Mutti hat sich nicht dafür erwärmt. Siehst du, Fränzchen, darauf kommt es an. Du musst auf deine erlaubte Familie Rücksicht nehmen. Mein Onkel hätte sich auch gefreut. Ah, Ivo, es wäre doch eine Messerjans geworden. Ich meine, du musst den Standesunterschied bewahren. Ich bin ein gebildeter Mensch. Wieso? Sprech 7 Sprachen. Warum? Das habe ich gelernt. Altgriechisch, Persisch, Aramäisch, Babylonisch. Ja, das alles. Ist eine fürstliche Erziehung, nicht wahr? Ja, das hat sich mein Onkel vom Mund abgespart. Na, tröst dich, Fritzchen. Heute müssen sich alle Kreise einschränken. Ich, schlechter Mensch, sitze die Erziehung, komm bestimmt in Affenhause. Fritzchen, das ist nicht wahr. Fränzchen, das ist nicht wahr. Du bist ein Kerl mit einem goldenen Humor, Hoheit. Warum sagst du immer Hoheit zu mir? Ich heiße Franz Angerer, bin dein Fränzchen. Bitte, wie du willst, wie du meinst, immer mein Fränzchen. Hm. Werde Familie mit eingeschlossen. Wer zu Hause davon so im Wissen. Prost. Ich hätte so gerne für dir gelacht. Und wenn es möglich wäre, sogar die ganze Nacht. Ich hätte die Sterne für dich gebaut. Doch meine Mutti hat es leider nicht erlaubt. Es wäre so herrlich, ich sag es herrlich, wenn ich spazieren könnte mit dir bis morgen früh. Was soll ich machen für solche Sachen? Hat meine Mutti leider keine Sympathie. Ich hätte so gerne an dich geglaubt, doch meine Mutti hat es leider nicht erlaubt. Sie sagt, ich soll nicht und überhaupt. Ich will jetzt fort. Ausgeschlossen. Ich weiß ganz genau, Fränzchen, wo du hin willst. Nach Hause will ich. Das ist was anderes. Aber will ich dich nach Hause bringen, sonst gehst du am Ende doch noch zu ihr. Auf woher? Das würde ich mir gar nicht getrauen. Fränzchen, du hast mir versprochen, dass du auf sie verzichtest. Verzichte auf sie. Ich habe kein Glück bei einer Frau. Aber selbstverständlich. Komm, Fränzchen, setz dich. Ungeküsst sollst du nicht schlafen gehen. Man schläft so wunderschön nach einem Kuss, von dem man träumen muss. Ja, aber wenn ich für jeden deiner Küsse 11.000 Schilling zu zahlen hätte, da wäre ich bald ein armer Mann. 11.050 hast du bezahlt. Und übrigens hättest du ruhig mehr geben können. Naja, die Hauptsache war, dass du überhaupt geküsst wurdest. Das ist eine Frechheit. Weil dir die Liebe fehlt. Wie abends die schönsten Märchen erzählt. Ungeküsst sollst du nicht schlafen gehen. Dein Mund ist viel zu schön, um so allein zu sein. Da fällt mir eine sehr gute aristokratische Parallele ein. Es waren zwei Königskinder, Hoheit. Lieber Hoheit. Pardon? Wenn du willst, immer mein Fränzchen. Hole gleich die Garderobe. Oh, Pardon. Ach, wenn du zauberhaft, wenn ich Sie hier treffe, dann sind Sie im Gehen oder kommen Sie? Nein, leider, ich muss schon gehen. Nein, bitte bleiben Sie doch. Mir doch wirklich zu schade, wenn Sie schon wieder gehen wollen. Können wir nicht ein Gläschen zusammen trinken? Ja? Sie, hören Sie mal, das war aber ein Küsschen, was? Ja, wir können doch vielleicht Bruderschaft miteinander trinken. Ja, muss das sein? Ja, unbedingt. Sie sind mir so kolossal sympathisch. Und meine Firma, wirklich, wird Ihnen Ihre Noblesse niemals vergessen. Ja, Sie tun mir zu viel Ehre. Nein, bitte, Ehre wird Ihre gebührt. Ich suche hier nur meine Garderoben. Ah, da habe ich sie. Wissen, ich habe da drüben einen reizenden Bekannten sitzen, einen sehr vornehmen Menschen, Prinz. Er hat verzichtet, ne? Verstanden Sie, dass ich einen Moment meinen Mann... Ja, ja, gehen Sie. Es handelt... Wo ist es? Ach, er ist weg.
Tugendwächter schon wieder da. Lila? Ja, ich habe ihn eben in der Garderobe gesehen. Wir müssen sofort verschwinden. Der darf uns nicht zusammen sehen. Ach, schon wieder. Ich komme mir schon vor wie der Staatsfeind Nummer 1. Immer auf der Flucht. Wir reißen uns beim Wagen, ja? Franz, du hast mich belogen, mir zu versprochen. Du verzichtest auf sie und heimlich hinter meinem Rücken hast du sie getroffen, du. Toni, bin er benebelt. Bin ganz nüchtern, Franzchen. Oh, aber du bist schwach. Wieder dein Franzchen. Gut, bring ihn nach Hause. Komm, komm, bleib, 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 bitte. Franzchen, wo kann ich dich hinführen? Parallel 11. Gut, Taxi! Bis hierher wird uns dein Herr Direktor Müller hoffentlich nicht verfolgen. Da muss er sehr beschwipst gewesen sein, dass der mich nicht gesehen hat. Mit mir wollte er sich unbedingt duzen. Ich habe mir auch wirklich einen großen Dienst erwiesen. Na, und dir schließlich auch. Wieso mir? Ich habe dich doch aus einer sehr peinlichen Situation befreit. Dem Mann, der die 11.000 Schilling geboten hat, scheint ja plötzlich blau geworden zu sein. Na, du glaubst doch nicht im Ernst, dass kein anderer mehr geboten hätte. Na, ich weiß nicht. Die Situation sah schon sehr kritisch aus. Ach, lächerlich. Es wäre bestimmt noch viel mehr geboten worden, wenn man nicht sogar zugeschlagen hätte. Er hat sogar ziemlich lange gewartet. Ungegrüßt soll man nicht schlafen gehen. Wohnst du hier? Ja, wohne ich. Gib mir deinen Schlüssel. Kein Schlüssel. Wie kommst du denn da rein? Immer hier rüber. Immer rüber, muss ich. Nee, ich dir über den Zaun helfen. Tags immer auch rüber. Nachts immer rüber, muss ich. Ich helfe dir. Rüber. Komm. Hopp. Prinz, zerreiß dir nicht die Hose. Nein. Wir sehen. Ist wer da? Du machst ihm doch aufmerksam, dass wir zu Hause sind. Ja, der räumt uns doch ganz aus. Wir sind ja versichert. Also geh doch nachschauen. Sperr ab. Also bist du ein Mann? So geh schnell. So furchtbar. So geh doch schon. Aber auf deine Verantwortung. Das ist... Ich.
jemand hier? Was ist denn? Ja, das ist nichts. Was soll denn nichts? Gar nichts. Und du, muss ich extra. Du siehst ja Gespenster. Ich habe gar nichts gesehen. Aber ich habe ganz deutlich etwas gehört. Du hast gehört. Du siehst ja, bitte, dann geh doch selbst. Schau doch selbst. Ja, ja, bitte, ich schau selbst nach. Scheint dir ja gar nichts daran zu liegen, wenn einer mein Leben bedroht. Du wirst schon mit ihm fertig. Herzklopfen habe ich jetzt. Warum bist du mir denn nachgelaufen? Ja, ich wollte dich nicht allein lassen. Muss ich doch beschützen, nicht? Erschreckt hast du mich. Und dir gehe ich noch einmal nach. Ich habe habe ich es gehört. Ja, schön, nichts mehr. Jetzt bleibe ich liegen. So blöd. Jetzt kann ich wieder bis 1000 zählen, bis ich einschlafe. Elisabeth. Morgen, Direktor. Morgen. Ach, wenn Sie wüssten, was mir die Tugend in der Wilkins für Kopfschmerzen bereitet. Gibt's was Neues? Ein Telegramm. So, und wo ist mein Pyramidon? Schon da. Wo ist mein Wasser? Hier. Wo ist mein Speisesoda? Auch hier. Bitte lesen Sie vor. Haben in Erfahrung gebracht, Prinz Alba soll in demselben Hotel wie Edda Vivian wohnen. Stopp. Sofortiges Einschreiten erforderlich. Stopp. Edda Vivians Ruf in größter Gefahr. Na nun, sollte der mich beschwindelt haben? Wer? Bitte, meine Damen, stören Sie mich nicht in meiner sowieso schon verwirrten Geistesverfassung. Ich muss sofort in die Parkstraße 11. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen, Onkel. Ne? Ah. Wie war's denn heute Nacht? Oh, das war... Und Kopfschmerzen habe ich. Kopfschmerzen. Wahrscheinlich ein bisschen zu viel getrunken. Ja. Wie das bei den Studenten so üblich ist. Prosit Ex. Naja, üblich ist zwar nicht, aber Ex ist bei mir. Bei mir ist Ex. Alles Ex. Sag mal, hast du in deinem Frack Aufsehen gemacht in der Gesellschaft? Ja, mehr als mal lieb war. Waren denn übrigens auch Damen auf dem Fest? Waren auch da, ja. Vor allen Dingen eine. Eine war da. Aber für die war ich nicht da. Seid ihr ein bisschen verliebt, was? Und ich kann mich auch an nichts mehr erinnern. Und ich habe ein solches Schädelbrummen, dass ich mich überhaupt an nichts mehr erinnern kann. Da trink den Kaffee, der wird ja gleich besser werden. Danke. Brief muss ich schreiben. Kann ich einen Brief schreiben? Aber... Ja, jetzt muss ich Herrn Wiesinger das Frühstück bringen. Bei der Gelegenheit werde ich ihn gleich bitten, dass du bei mir bleiben kannst. Nein, das, Onkel, das darfst du nicht. Das wird er nicht. Das darfst du nicht tun, Onkel. Aber warum denn nicht? Bin doch schließlich 15 Jahre im Haus. Da kann man doch nicht diese Gefälligkeit. Übrigens, Briefpapier und Tinte findest du dort auf dem Tisch. Nein, Onkel! Onkel, tu das nicht! Onkel! Sprich nicht mit ihm! Onkel! Ungeküsst sollst du nicht schlafen gehen. Das ist so ein Blödsinn. Guten Morgen. Guten Morgen. Bin ich wohl geruht zu haben. Keine Ahnung, ich will hier nicht. Ich lasse es ja. Mach keine Buch. Geben Sie mir einen Kaffee. Ich mache einen. Schauen Sie, was haben Sie mir gestern für einen unmöglichen Frack gegeben? Wieso? Denn Ihr Frack ist doch sehr gut. Ja, mein Frack ist gut, aber das war doch nicht meiner.
Aber die Leute haben mich doch ausgelacht, hier mir durch irgendeinen alten Braten hochgegeben. Das ist doch nicht möglich. Bitte reden Sie nicht so viel, Sie müssen immer... Schauen Sie sich den Frack an, aber ich kenne doch meinen Frack. Aber Sie irren sich... Sind Sie doch nicht so eigensinnig. Soll ich... Ohne Küste soll ich schlafen. Sehen Sie, Herr Wiesing, ich habe recht gehabt, es ist doch Ihr Frack. Sie sind sowas. Eigensinnig ist sowas äußerlich. Sie sind ja auch ganz andere. Gehen Sie den Tisch weg. Ja. Das verstehe ich, habe ich doch extra eine Eintrittskarte gekauft, weil keine drinnen war. Aber ich habe sie doch in die Rocktasche gesteckt. Aber gestellt. Sie haben jetzt, da müssen Sie doch auch trinken. Wieso? Was? Wieso kommt denn das Geld hier? Das sind doch diese 11.000. Wahrscheinlich haben Sie Herr Wiesinger reingesteckt. Ja, das weiß ich doch. Wenn ich etwas einstecke, dann weiß ich. Und die hat mir der Prinz zugesteckt. Das ist nobel. Das finde ich sehr nobel. Aber die waren doch ganz... Ich bin krank. Und ich muss zu einem Nervenarzt. Das kann nie schaden. Und ich bin nicht, Sie machen mich krank. Aber ich meinte doch... Sie machen... Herr Wiesinger, darf ich bei der Gelegenheit wegen meinen Neffen... Das wäre geil, ich habe jetzt keinen Kopf für Ihren Neffen. Sehen Sie, aber Sie im Sprach... Aber ja, das ist ja mir, ob die jetzt... Sie, ich habe das ganze Slide gekettet. Da waren... Bitte. Guten Tag. Bitte schön, melden Sie mich seiner Hoheit, ja? Hoheit, was für eine Hoheit... Ihr wohnt doch keine Hoheit. Ja, ich weiß, Sie sind ein diskreter Kammerdiener, aber melden Sie mich der Einfachheit halber einfach mit Toni. Sagen Sie, Toni sei da, ja? Bitte sehr. Bitte schön. Herr Wiesinger, da ist ein Herr draußen, der will eine Hoheit sprechen. Was ist denn was? Mit einer Hoheit will er sprechen. Mit einer... Was ist denn heute los? Und wie heißt denn dieser Herr? Ich soll nur sagen, der Toni. Was, der Toni? Soll ich ihn reinlassen? Aber was geht denn mich der Toni an? Das ist, Hajo! Lassen Sie ihn rein. Oh, guten Morgen, Direktor, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, bitte? Und womit kann ich Ihnen dienen? Ja, ich warte hier auf seine Hoheit, den Prinzen. Ja, verzeihen Sie, möchten Sie sich nicht näher äußern? Nein, ich bedauere, Herr Direktor, ich kann Ihnen leider keine Erklärung abgeben. Auch in Ihrer Sache, Herr Direktor Wiesinger, kann ich Ihnen leider nicht helfen. Sagen Sie mal, Sie scheinen ja einen merkwürdigen Hang zu exzentrischen Kleidung zu haben. Gestern Abend auf dem Ball, dieser Frack mit den blanken Knöpfen. Was? Heute Morgen als Besuchstoilette. Ja, wollen Sie mich auch krank machen? Was? Hier hat kein Prinz, hier wohnt kein Prinz, hier wohne ich. Ach so, da hat der Prinz von Ihnen hier eine Etage abgemietet. Wozu brauche ich vermieten? Das habe ich doch nicht notwendig. Bei mir hat kein Prinz etwas zu suchen. Naja, das entzieht sich meiner Kenntnis. Jedenfalls hat er heute Nacht hier geschlafen. Wer? Der Prinz. Das ist doch die Unterleute und Unterleute. Bitte, hat hier heute Nacht ein Prinz geschlafen? Nein, ganz bestimmt nicht. Seit 15 Jahren. Na, also bitte lassen Sie das, das weiß ich besser. Ich habe ihm diese Nacht persönlich hier über den Zaun geholfen. Hat der Simon? Na, das muss eine sehr bewegte Nacht gewesen sein. Ja, das kann man allerdings sagen. Sehen Sie, und wer denken Sie nach? Bitte? Wer weiß, wo Sie den Prinzen heute Nacht verloren haben? Ja, das muss doch hier gewesen sein. Denken Sie, soll ich Ihnen einen kräftigen schwarzen Kaffee Nein, servieren lassen? Vielen Dank. Hm? Also wenn, dann vielleicht etwas Soda. Ne? Soda? Wasser? Bringen Sie Soda Bicarbonat. Ich habe das Gefühl, Ihnen eine Erklärung schuldig zu sein. Das habe ich schriftlich niedergelegt. Ich brauche Ihre Erklärungen nicht. Ich weiß alles. Aber ich habe das Gefühl, Sie wissen alles ganz falsch. Ich meine, was habe ich denn gemacht? Ich bin doch ein anständiger Mensch. Sie sind ein anständiger Mensch? Der heimliche Geliebte der Eda Vivian sind Sie. Wofür halten Sie mich denn eigentlich? Jedenfalls für keinen Kavalier. Was soll ich jetzt machen? Soll ich Ihnen den Brief vorlesen, oder? Um Gottes Willen! Hm.
Mutti, was erlauben Sie sich, Hoheit? Ihre Tochter hat mich zum Mittagessen eingeladen. Frechheit! Hoffentlich erfährt's mein Onkel nicht. Und auf mich nehmen Sie gar keine Rücksicht? Stehen Sie wenigstens auf! Fritz, ja, Fritz! Ich habe den Prinzen in Dorits Schlafzimmer überrascht! Was? Da sehen Sie, was ich Ihnen gesagt habe. Was in Dorits Schlafzimmer sitzt, das ist doch nicht möglich. Es ist doch so. Mein armes Kind. Das ist doch... Meine Gratulation, mein Kompliment. Lachen Sie. Freuen Sie sich? Nee, selbstverständlich. Sie tun ja so, natürlich als ob Sie... Nicht meinetwegen, nicht wahr, sondern nur im Interesse meiner Firma. Entschuldigen Sie, denn ich habe jemanden beleidigt und bitter Unrecht getan, wo ich jetzt Abbitte leisten muss. Das ist eine Taktlosigkeit. Ich habe die Ehre, gnädige Frau. Das ist eine Taktlosigkeit von Ihnen. Von Ihnen auch eine Taktlosigkeit, dass Sie hier herum... Gehen Sie doch! Aber ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich habe heute beim Frühstück das Salz ausgeschüttet. Und der wäre ja ohne Salz gekommen. Du mit deinem blöden Aberglauben. Und jetzt heißt es handeln. Jetzt habe ich unbedingt handeln. So komm, den werde ich was den Prinzen. Ich will nichts mehr hören, ich will nichts mehr hören. Aber ich schwöre Ihnen, dass ich Edda Vivien gestern zum ersten Mal gesehen habe. Sie müssen mich anhören. Die wird sie nicht anhören. Sie werden mir Rechenschaft geben, Hoheit. Ich bin keine Hoheit. Das glaube ich. Für mich allerdings nicht. Für mich sind Sie keine Hoheit. Für mich sind Sie nur ein Sie. Ein ganz gewöhnlicher Sie. Sie und Sie werden die Konsequenzen ziehen. Sehen Sie, Sie werden Sie heiraten. Ja, das ist mir ja gar nicht so unangenehm. Ich will ihn aber gar nicht mehr. Ich mag nicht den Geliebten der Edda Vivien. Wie oft soll ich Ihnen noch erklären, dass ich nicht der Geliebte der Edda Vivien bin? Und schreien Sie nicht so, ja? Sie nur nicht so laut. Nur nicht, das kommt nicht zu viel auf Sie. Ja. Kommt nicht zu viel. Wer es Ihnen beweisen, dass ich bin? Wer es Ihnen beweisen? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, haben nicht auf Wiedersehen. Zur Frechheit. Kommt den Koffer her, setz dich auf das Bett. Es ist jung. Das geht nicht. Und du zieh dir was an, wenn du im Bett liegst. Ja. Rein. Guten Morgen, meine Nächste. Na, gut bekommen, ja? Also mich sehen Sie heute Morgen in der allerstrahlendsten Laune. Ich habe auch allen Grund dazu. Ja, ich habe mir erlaubt, diese Blumen, bitteschön. Danke. Nein, nicht mir, diesmal sind Sie von der Firma. Wissen Sie, meine Firma und ich, wir haben Ihnen gestern bitter Unrecht getan. Ja, aber ich weiß heute Morgen ganz genau, dass dieser besagte Prinz Carlo Alba zu Ihnen in keinerlei Beziehung steht. Woher wissen Sie das? Ja, weil ich heute Morgen... gewissermaßen Zeuge war, wie besagter Prinz Carlo Alba bei einer ganz anderen Dame überrascht wurde. Das ist doch kolossal interessant, nicht wahr? Ja? Ja. Aber ich kann Ihnen auch sagen, bei wem. So. Jetzt muss natürlich vollkommen unter uns bleiben, nicht wahr? Es war die Tochter des Schallplattenfabrikanten Wiesinger, der mit Ihnen diesen Monopolvertrag machen wollte. Wissen Sie das ganz genau? Na, selbstverständlich, ich war doch heute Morgen dabei, nicht wahr? Ich meine, außerdem habe ich Ihnen gestern Nacht über den Zaun geholfen. Heute Morgen ist er klar, es war geradezu ein Schock. Entschuldigen Sie mich einen Moment. Bitte. Also doch, das ist aber schön von dir. Meine Nächste, wenn ich Ihnen noch mit anderen Auskünften dienen könnte, stehe ich natürlich gern. Hallo? Reservieren Sie mir nur einen Flugplatz. Herr Miller, ja? Ich kann Ihnen mitteilen, dass zwischen dem Prinzen und mir alles aus ist. Naja, das ist ja aus. Sie haben mir noch gesagt, es wäre niemals etwas gewesen. Sie können irgendwas beruhigt sein, ich werde ihn nie wiedersehen. Ah, da war also doch mal... Also, was wollen Sie denn noch? Ich meine, jetzt ist es aber aus, ne? Ja! Ja, ist ja großartig. Das werde ich sofort meiner Generaldirektion mitteilen. Meine Nächste, ich habe die Ehre. Das ist der Sieg meiner Diplomatie. Grüß Gott, Fränzchen. Guten Tag. Ich darf doch weiter Fränzchen sagen, ja? Ja, ja. Nichts für ungut. Also die Sache ist in unserem Sinne erledigt. Ja. Was führt dich übrigens hierher? Ich muss sofort Edda Vivien sprechen. Warum? Sie muss mir das schriftlich geben. Was denn? Schriftlich muss sie mir das geben. Was denn? Dass ich keine Beziehungen zu ihr unterhalte. Ah, schriftlich, das ist gar nicht schlecht. Das kann ich auch gebrauchen. Ja. Für die Presse. Wie? Du bist ein raffiniertes Fränzchen. Wo ist das? Hier. Hier. Bitte schön. Bitte schön. Hier. Nimm Platz, ja? Einen Moment. Meine Nächste, darf ich bitten, sie ist Besuch da, ja? Er möchte gerne eine Bestätigung ihres Entschlusses im Sinne unserer soeben stattgefundenen Unterredung. Ich möchte gerne auch meine Kopie gebeten haben für die Presse. Bei der Unterredung will ich aber nicht dabei sein, dann fehle mich. Meine Nächste, Prinz Alba, au revoir. Was? Was hat er zu Ihnen gesagt? Nur ist er, glaube ich, ganz verrückt geworden. Prinz? Alba, ich glaube, der muss mich mit jemandem verwechseln. Mein Name ist Franz Angerer. Ja, und was soll ich Ihnen bestätigen? Ja, ich möchte, dass Sie mir bestätigen, dass ich kein dass ich keine Beziehung zu Ihnen unterhalte. Geworden. Wieso bin ich verrückt geworden? Das muss ich nämlich haben, das brauche ich jetzt schriftlich. Das brauche ich schon wegen Fräulein Wiesinger.
Sagen Sie, ist das die Tochter von dem Schallplattenfabrikanten? Das ist die Tochter von dem Schallplattenfabrikanten, jawohl. Und deswegen brauche ich, will nicht wieder, dass die ganze Sache auseinandergeht, nicht wahr? Und deswegen brauche ich die Sache schriftlich. Und der Miller braucht es nämlich auch für die Presse. Sagen Sie, woher kennen Sie diesen Miller? Den kenne ich ja gar nicht. Der hat sich die ganze Nacht nur an mich angehängt, ist mir immer nachgelaufen. Sagt immer Hoheit zu mir, der Dussel. Wollen Sie mir jetzt bestätigen oder wollen Sie mir nicht bestätigen? Ein Moment. Wollen Sie mal jetzt unterschreiben? Ja. Steht wohl Ihre Verbindung mit Fräulein Wiesinger nichts mehr im Weg. Nein. Wollen Sie nur eine kleine Unterschrift geben? Wen brauchen Sie denn die? Für Herrn Wiesinger. Ach, dem müssen wir das auch bestätigen? Nein, das ist eine andere Sache. Ich habe doch einen Monopolvertrag gehört, den Sie für die Firma vorhaben. Ja. Und wenn Sie mir jetzt Ihre Unterschrift geben, dann würde das meine Position in der Familie sehr kräftigen, wissen Sie. Das wäre sozusagen für mich ein feines Entree. Ja, den Vertrag müssen wir doch erst entwerfen. Nein, habe ich schon hier. Bitte schön. Kommt ja auch. Wohl, brauche nur unterschreiben. Bitte? Haben Sie noch einen Wunsch? Ja, dass ich jetzt gehen kann. Na, ich will Sie nicht aufhalten. Eben. Ich hoffe nur, dass Ihr Ruf unter dem Gerücht nicht zu sehr leidet. Nein, ich habe ja alles hier. Kann ich mal das Gegenteil beweisen. Nur dann bin ich zufrieden. Ebenfalls. Guten Tag. Guten Tag. Sie, reden Sie mich überhaupt nicht mehr an Sie. Ja, aber es hat sich ja alles wieder geändert. Was? Menschliche Hoheit. Sie, wenn Sie noch einmal Hoheit zu mir sagen, da können Sie auch was erleben. Sie haben ja die ganze Sache eingebrockt mit Ihrem blödsinnigen Prinzenfimmel. Ja, aber Fränzchen. Fränzchen ist aber Schluss jetzt hier mit Fränzchen. Das ist aber Schluss. Vollkommen nichts mehr Fränzchen hier. Hat sich ausgedutzt. Wird nur noch gesiezt. Verstanden? Jawohl, Fränzliche Hoheit. Kann sehr unangenehm werden. Wie bringe ich die beiden denn wieder zusammen? Ja? Meine Nächste. Ich will dir tausendmal verzeihen, dass ich schon wieder erscheine, aber also, ich bin vollkommen konsterniert. Skandal mit der Vivian und Prinz Carlo Alba nicht mehr zu verheimlichen. Stopp. Drängend auf sofortige Eheschließung der beiden Generaldirektionen. Wissen Sie also, dieses Telegramm mir, der ich doch schließlich sie beide auseinandergebracht habe. Also, meine Stellung ist glattweg erschüttert. Verzeihung, wer sind Sie? Gestatten, Alba. Gestatten, Müller. Ah, ist das der Prinz? Ja. Das ist der Prinz. Fürstliche, prinzliche Hoheit, das ist irgendwie beruhigend, dass Sie nicht der Kleine sind, weil ich Sie gleich angesichts dieses Telegramms um einen Gefallen bitten muss. Sie müssen auf der Stelle diese Dame heiraten. Das ist leider unmöglich. Warum bitte? Weil wir schon seit 3 Wochen verheiratet sind. Sie sind schon seit 3 Wochen... Ja. Richtig, Gimpfer? Richtig, Gimpfer. Das ist großartig. Und zwar seit... 3 Wochen. 3 Wochen. Dann will ich nicht mehr stören. Empfehle mich. Skandal. So was muss mir passieren. Ich schäme mich als so eine Blamage. In meinem Haus sollte es deine Erziehung. Was, wieso meine Erziehung? Aber von mir hat sie das nicht gelernt. Aber was denn? Sei ruhig. Ich bin noch nicht. Ich glaube, ich habe nichts ausgebracht. Das ist doch wirklich. Es ist doch nichts geschehen. Na, was soll denn? Na, das, da kann man ja nicht. Da kann man ja nicht mit. Da kann man ja nicht. Nicht reden. Darf ich bei dieser passenden Gelegenheit vielleicht an meine Neffen? Was soll denn? Lass sie mich doch mit dir navigieren. Auf Sie habe ich gewartet. Das habe ich mir gedacht. Ich bitte Sie um die Hand Ihrer Tochter. Ja. Das ist schon eine Frechheit, ich mir noch nicht vorgelassen. Das setzt doch allen die Krone auf. Sie haben doch selbst nahegelegt, dass Ihre Tochter... Was, was reden Sie? Das war im Affekt, nicht wahr? Aber dann im Affekt, aber da habe ich mir gedacht, niemals, niemals. Ich werde doch meine Tochter nicht mit einem Mann verheiraten, lassen Sie mich. Der die Liebe von der Vivian ist. Das bin ich ja gar nicht. Sie, dann waren Sie es. Aber woher? Dann waren Sie es. Wollen Sie was lesen? Wie, was brauche ich jetzt? Lesen Sie doch mal durch, die Das interessiert. Was wollen Sie, was zeigen Sie mir? Wer ist der andere? Sie ich sind doch nicht der andere. Ich habe Ihnen immer gesagt, dass ich Franz Angerer heiße. Sie sind kein anderer. Aber ist doch albern. Sie sind nicht der andere. Onkel. Das ist... Mein Onkel. Wieso? Wird Sie ihn bestätigen. Das ist der Onkel? Ja, das ist mein lieber Neffe. Ich wollte Sie schon immer bitten, 7 Sprachen spricht er, ob er bei mir auf dem Kanapee schlafen darf. Das ist nicht möglich. Wieso denn? Das ist ja... Was heißt, Sie sind da... Dann sind Sie doch nicht der Prinz. Sie kennen Nein. doch diese Vivian auch gar nicht. Nein. Was wollen Sie denn überhaupt? Und dann kommen Sie her und unterhalten Sie mit mir stundenlang über diesen Monopolvertrag. Ja. Wie? Ist er Ihnen so recht? Der Vivian wird ausschließlich auf Ihren Platten singen. Unküsst sollst du nicht schlafen gehen, man schläft so wunderschön, auch einen Kuss, von dem man träumen muss. Noch unküsst kannst du nicht ruhig sein, du schlummerst gar.